Was ein entspannter Tag, um ans Meer zu gehen. Und was ist das? Und ein Tsunami. Und boing. Was war das denn jetzt für ein kleiner Tsunami? Schnell, schnell, schnell. Unser Ziel heute wird es nämlich mal sein, in diesem Game die riesengroßen Tsunamis zu überleben und bis nach ganz hinten zu kommen. Oh, lieber Stein, bitte beschütze mich. Hier hinten bin ich sicher vom... Oh mein Gott. Nein, Riesen-Tsunami. Aber Freunde, wir werden uns heute den größten Tsunami der ganzen Welt kaufen, den Level 100 Tsunami. Und ob wir diese riesengroße Welle überleben werden, das werden wir heute zusammen herausfinden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal im Tsunami-Game. Oh ja, und in diesem Game wird immer... Oh, ein Tsunami-Spawn. Ich hoffe, der ist nicht so groß, weil die sind immer unterschiedlich groß. Oh nein, oh nein, Freunde. Und unser Ziel wird es jetzt sein, oh, schaff mich drüber zu springen. Und nein! Oh, wir werden hier wieder, oh Gott, wieder an den Anfang zurückgespult. Ab geht es, alles klar. Und ich glaube, wenn man auf diesen Knopf da hinten drückt, dann wird immer der Tsunami ausgelöst. Ey, Leute, Leute, lass mich mal bitte den Knopf drücken. Ab geht es, Freunde. Wir drücken jetzt hier den Knopf und... Oh, hey, hey! Junge, der hat mich einfach umgeboxt. Komm her, komm her. Eins gegen eins. Willst du Stress oder was? Komm her, bam. Wir machen den fertig hier, den Typen. Und hier gibt es die krassen Tsunamis, Freunde. Ey, ey, wow. Ich wollte hier gerade was vorstellen, Herr Tsunami. Das ist aber unfreundlich von Ihnen. Nämlich, Freunde, können wir uns hier den Level 100 Tsunami kaufen. Aber lass uns erstmal anfangen mit dem hier. Mit dem Level 6 Tsunami. Den werden wir uns hier gönnen. Und, ah, das ist so eine Fernbedienung. Das bedeutet, die können wir wahrscheinlich jederzeit aktivieren. Leute, wenn irgendwer mit mir Stress anfängt, ich werde diesen Knopf drücken. Und dann wird uns ein Tsunami überschwemmt. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, wir gehen mal jetzt hier hinter bis zum Stein. Und dann werden wir den Level 6 Tsunami aktivieren. Und wir haben, glaube ich, hier sogar noch Tränke oder so. Wow, was geht ab? Gotta go fast. Ab geht es. Und oh, ein Tsunami kommt. Bitte nicht zu groß. Und oh, oh, oh. Oh, über den können wir vielleicht rüberspringen. Über den springen wir drüber. Oh, 3, 2, 1. Ab geht es. Sehr, sehr gut. Okay, Freunde. Aber ich würde sagen, okay, der nächste Tsunami kommt. Rett alle euer Leben. Oh, wie klein ist der denn? Wir haben jetzt hier eine Fernbedienung am Start. Warte mal, was passiert, wenn wir das Ganze jetzt aktivieren? Oh mein Gott, wir haben ihn aktiviert. Wir haben ihn aktiviert. Ich hoffe, der ist nicht so groß. Und oh mein Gott. Nein. Nein. Oh mein Gott. Das zum Thema, der ist nicht groß. Alle wurden komplett weggeschwemmt und überschwemmt. Alles klar. Das ist auf jeden Fall mehr als krass. Und Alter, jetzt kommt der nächste. Wow, Mini-Tsunami. Der ist ja total winzig. Den brauchen wir nochmal, Freunde. Den müssen wir uns jetzt nochmal gönnen. Den, oh nein, Level 6er Tsunami. Alles klar, jetzt wissen wir schon mal. Das ist der Level 6er Tsunami hier. Und jo, die ist einfach auf dem Surfbrett am Start. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir gönnen uns den Speed Potion New. Ob geht dies, ob geht die Post. Und jetzt, okay, haben wir hier unseren allerersten Checkpoint. Sehr, sehr gut. Okay, und jetzt würde ich sagen, Freunde, aktivieren wir den Level 6 Tsunami und ab geht es. Okay, 20 Sekunden warten wir noch. Alles klar. Und hier gibt es noch so, oh, einzelne, hier, so Hindernisse, wo wir reingehen können. Und wow, der ist der kleine Tsunami. Aber, Freunde, ich würde sagen, hey, Junge, der hat uns einfach rausgeboxt. Kollege? Ey, was geht da? Oh, was macht der? Der schießt ja mit Schneebällen, aber der wird sein blaues Wunder erleben. Oh nein, 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 Freunde. Der nächste Tsunami kommt. Ja, da rennt er wieder zurück. Nein, nein, nein. Lass es schnell rein, lass es schnell rein. Schafft er es? Und, oh mein Gott. Er hat es gerade so geschafft. La, was geht ab, Leute? Geht doch mal raus. Jo, der hat irgend so einen Laser. Wie groß ist der Tsunami? Nein, das ist so ein winziger. Plopp. Ein winziger Tsunami. Okay, schaut euch mal den an, Freunde. Wir werden jetzt hier mit unserer Fernbedienung den Level 6er Tsunami aktivieren. Oh mein Gott, da wird er weggespült. Da kommt es. Oh mein Gott, schafft es. Schafft es. Oh mein Gott, er hat es gerade so geschafft. Der Level 6er ultimative Tsunami. Wie krass war das denn? Wird mit beider komplett weggespült. Alles klar, aber wir müssen jetzt bis ans Ende gehen. Und was wird uns wohl am Ende von diesem Game erwarten? Let's go, let's go, let's go. Ab geht es. Ich hoffe, keiner drückt jetzt hier den Tsunami-Knopf. Wir sind ungefähr so fast bei der Hälfte, würde ich sagen, angekommen. Und da drüben ist der nächste Checkpoint. Und bis jetzt ist noch kein Tsunami am Start. Los, wir rennen. Wir rennen. Alles klar. Okay, wir gehen zum nächsten Checkpoint. Wir gehen jetzt hier zum nächsten Checkpoint. Was ist das eigentlich hier, Freunde? Hier haben wir anscheinend noch so ein Item. Und
Freunde? Checkpoint oder weitergehen? Okay, wir gehen weiter. Wir riskieren's. Wir riskieren's. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Schnell, 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 ab geht es. Ah, jetzt kommen sie auch aus ihren Löchern. So, wir sind jetzt hier hinter einem Stein. Ich hoffe, es wird jetzt kein großer Tsunami kommen. Okay, Freunde, was sollen wir tun? Ab geht es. Ab geht es. Wir rennen weiter. Wir müssen weiter rennen. Bitte nicht. Bitte jetzt nicht. Wir sind so kurz davor. Jo, sie schwimmt einfach auf ihrem Surfbrett an uns vorbei. Okay, hier ist noch ein Checkpoint. Wir können theoretisch noch dahin gehen, bevor hier noch ein Tsunami ausgelöst wird. Oh mein Gott, das ist so spannend. Das ist so spannend. Jo, kann ich auch auf ein Surfbrett draufgehen? Bitte, bitte. Oh, perfekt. Jetzt, perfekt, perfekt, Freunde. Und was für ein Tsunami. Boah, was ist das denn für ein Tsunami? Die Leute hat er weggespült. Ach, da fliegen sie weg. Da, hä? Fliegen sie weg? Was ist das denn hier? Hey, ich will nicht überwacht werden. Hier ist lieber. Oh, hä? Warum kann man? Was ist das denn hier? Wir haben ein Secret entdeckt. Was geht, lieb Freunde? Ab geht es. Wir haben hier ein Secret oder sowas. Und Freiheit. Und was? Wir sind, wo sind wir? Wir sind jetzt außerhalb von der Map. Ihr seht es. Ne, gefährlicher Bereich. Nicht betreten. Alles klar, können wir irgendwie auf die andere Seite. Und ab geht es. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? In dem Tsunami-Game. Wir sind hier irgendwo in irgendeiner Wüste hier am Start. Hier, ihr seht es. Aber alles klar, hier gibt es nicht so viel zu entdecken. Das aber auf jeden Fall zum Secret. Und wie kommen wir jetzt auf die andere Seite wieder rüber? Oh, Freunde, ey, komm, komm. Kommen wir überhaupt hier? Oh, ich glaube, oh nein. Aua, Alter. Aua. Die Kakteen machen uns sogar. Ah! Die pieksen ja richtig. Die machen uns ja hier richtig Damage. Alles klar, da konnten wir gerade noch so rüberspringen. Aber jetzt geht es aber wieder ab hier zum Tsunami-Game. Was war das bitte für ein krasses Secret, welches wir jetzt so entdeckt haben? Jetzt geht es hier durch. Und warte mal, wir können jetzt eine Frage stellen oder sowas. Wir beobachten euch alle, jeden Einzelnen. Was stand da noch? Wagt es ja nicht, uns zu entkommen. Niemals! Wir werden hier dem Tsunami entkommen. Okay, Freunde, komm schon. Wir sind so nah. Der letzte Checkpoint. Das könnte es jetzt wirklich sein. Wir müssen uns nur noch vor dem Stein verstecken. Der hat sogar ein Boot. Und wir laufen hier zu Fuß einfach. Okay, jetzt ganz, ganz schnell. Boah, ich hoffe, es kommt jetzt kein Riesen-Tsunami. Okay, sollen wir stehen bleiben, Freunde? Oder? Oh, da kommt ein Tsunami. Bitte sei nicht riesig. Nein, 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 nein. Und? Oh mein Gott, okay, es ist ein kleiner. Es war ein Mini. Jetzt ist unsere Chance, Freunde. Wir rennen. Wir rennen. Ich sehe das Ziel. Komm schon. Ich hoffe, keiner wird jetzt hier den Tsunami-Knopf aktivieren. Das wäre jetzt hier ein Mega-Fail. Aber die letzten Meter, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich. Oh mein Gott, ja, 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 ja. Wir sind am Ende angekommen. Let's go. Wir haben das Tsunami-Game erfolgreich beendet. Wow, hier ist so ein riesen Wasserfall hier hinter einfach. Oh, Winner einfach. Und hier können wir uns sogar. Wow, Alter, pass auf, wo du hinten paddelst. Der paddelt hier einfach mit dem Boot hier rum. Hier können wir uns so Gewinner-Items hier sogar freischalten mit ein paar Punkten. Ansonsten, was gibt es hier? Normal und wo sind wir jetzt hier angekommen? Ist das hier so ein Sicherheitsbunker oder irgendwie sowas? Ah, Freunde, das, wir haben es hier, ihr seht es. Wir können jetzt hier über die ganze Map schauen, wie der Tsunami hier jeden Einzelnen überschwemmt. Ach, das ist doch ein wunderschönes Erlebnis hier, muss ich sagen. Hier ist schön zu chillen, hier muss ich sagen, ganz, ganz gemütlich. Hier können wir wirklich alles beobachten, das ganze komplette Tsunami-Game. Richtig krass hier oben, ich wusste gar nicht, dass es diesen Bereich hier gibt im Tsunami-Game. Los, mein Tsunami, ab geht es. Ich will jetzt hier mal Action sehen. Und da kommt der Riesen-Tsunami. Oh, oh mein Gott. Yo, die hat wirklich jetzt alle weggeschwemmt. Ihr seht es. Boah, so einen Riesen-Tsunami habe ich ja wirklich noch nie gesehen. Wie krass war das denn? Alles klar, aber wir gehen wieder hier aus dem Bereich raus. Was ist das denn hier? Okay, hier können wir uns auch noch umschauen. Und dort hinten gibt es doch eine Tür. Lass uns mal erkunden, was es da so zu entdecken gibt. Boah, wie krass es aussieht, immer wenn der Tsunami ist. Boah, und wir sind einfach hier tatsächlich hinter dem Wasserbereich. Alles klar, die Tür ist versperrt und hier wird alles beobachtet hier. Alles klar, mit so Sicherheitsüberwachungskameras. Dann gehen wir jetzt aber mal hier in dieses Portal rein oder irgendwie sowas. Was wird sich jetzt hier in diese Secret Portal. Wow, befindet ab. Da sind wir am Ende angekommen. 75 Punkte haben wir bekommen. Was können wir uns damit kaufen? Es gibt hier ein Boot, was wir uns hier kaufen können. Und, oh, lass uns hier so Speed Potions kaufen, zack. Und es gibt hier sogar, ein Paddel. Damit sind wir anscheinend hier schneller. Ah, interessant, interessant. Und könntest du Banane auch kaufen? Yo, einfach eine Banane können wir uns kaufen. Die gönnen wir uns auch mal. Was ist das hier? Ah, so ein Schwamm oder so. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, so, wir haben uns jetzt alles Mögliche gegönnt. Was ist das hier noch hier? Können wir uns so ein Haus kaufen? Oh, das ist alles
ultra teuer, muss ich sagen. Oh, hier ein Fernglas, komm. Wir geben jetzt alles mögliche aus. So, ja, 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 wir gönnen uns ein Fass. Alles mögliche haben wir uns jetzt gekauft. Jo, er hat den Schwamm aktiviert. Oh, wer wohnt denn das ganz tiefe Meer? Yeah, ab geht es. Was geht denn jetzt? Okay, was haben wir jetzt für Items? Wir haben einmal hier dieses Surferbrot. Boot am Start. Alles klar. Yeah. Damit paddeln wir hier bis ans Ende. Dann haben wir diese Banane oder sowas. Jo, wir haben einfach eine Banane. Die können wir aufheben. Oder die können wir hier, die Banane können wir jetzt einfach so plopp dahin werfen, falls eine ausrutscht. Und ich würde sagen, hier können wir ein bisschen beobachten. Alles klar. Land in Sicht. Land in Sicht. Landratten. Ab geht es. Wir paddeln jetzt hier bis zum Ende. Dann haben wir noch so ein Fass oder irgendwie sowas. Und ein Tsunami kommt. Oh nein. Der ist groß. Wir paddeln zurück. Wir haben einen Alarm. Ein Alarm. Und boing. Ab geht es. Können wir eigentlich unseren Speedtrank hier trinken? Ah, nee, okay. Das geht anscheinend hier nicht. Aber, Freunde, ich würde sagen, jetzt geht es ab. Wir kaufen uns jetzt den ultimativen Level 100 Tsunami. Wo haben wir das Ganze denn? Da. Level 100 Tsunami für 666 Robux. Seid ihr ready? Wir kaufen das Ganze. Oh mein Gott. Wie groß wird er sein? Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Like jetzt alle das Video für den größten und riesigsten Tsunami, den ihr jemals gesehen habt. Wird er aktiviert? Ah, da haben wir Level 100. Da würde ich sagen, Freunde, warte mal. Wir bleiben mal hier und mal schauen, wer wird den ultimativ. Oh mein Gott. Level 100 Tsunami übernehmen. Was passiert jetzt? Überall ist Alarm anscheinend, dass jeder Bescheid weiß. Und wie lange dauert das, bis er spawnt? Wie lange dauert das denn? Leute, ich glaube, da jetzt kommt der größte Tsunami auf uns zu. Rette sich, wer kann. Und wir paddeln hier noch ganz entspannt rum. So groß kann er doch nicht sein. Oh mein Gott, was ist das denn? Was passiert hier? Nein, paddeln, paddeln. Und alle Wände sind nach unten gegangen. Nein, oh, wie riesig ist der denn über die ganze Map? Ja, Kollege, ich glaube, hinter einem Stein zu verstecken, das bringt dir auch nichts. Nein, der was? Was? Wie weit fliegen wir? Wir sind aus der Erde einfach rausgefallen. Freunde, wo sind wir? Und wir sind einfach im Weltall. Was geht denn da? Das war auf jeden Fall der krasseste Level 100 Tsunami. Alle fangen von vorne an. Keiner konnte diesen riesengroßen Tsunami überleben. Wie heftig war das denn? Eben? Oh, guck mal. Wir können uns jetzt hier einfach schön verstecken. Und du kriegst mich nicht. Wow. Was? Ah, die haben kein Damage bekommen. Guck mal, wir sind richtig weit jetzt gekommen damit. Und oh, wir können uns jetzt, oh nein, nicht die ganze Zeit verstecken. Aber vorne, ich würde sagen, boing, ab geht es. Wir gönnen uns noch einen Speedtrank. Ab geht es noch hier bis ans Ende. Let's go. Wie groß wird der Tsunami sein? Easy peasy. Der wird nicht so groß. Leute, wir können jetzt hier, boing, ab geht es, hier drüber springen. Ich glaube, Freunde, niemals wird ein Tsunami wieder so groß werden wie unser Level 100 Tsunami. Das wird wirklich total krass. Lass uns jetzt aber mal hier probieren, noch ein weiteres Mal ans Ende zu kommen. Bitte sei nicht so groß. Jawohl, was ist das denn hier? Eine kleine Pfütze, ey. Easy peasy. So, dann rennen wir. Rennen. Wir müssen zum nächsten Checkpoint gehen. Sofort zum nächsten Checkpoint, bevor hier der nächste den ultimativen Tsunami aktiviert. Warte mal. Ah, hier ist... Oh, ist ein anderes Secret. Yo, was geht denn da ab? Bob Robert? Moin, was geht ab? Howdy. Oh, mein Name ist Bob Robert. Willkommen zu meinem Bananenshop. Du verkaufst mir deine Bananen und ich gebe dir Bananenkisten. Wofür brauche ich die Bananenkisten? Hör mir mal ganz genau zu, kleines Alien. Was? Ein echtes Alien? Was laberst du, Junge? Was kann ich dir noch verkaufen? Gib mir einfach das, was du willst. Alles klar, ich gebe dir Bananen, Freund. Wir haben ja eine Bananenschale, haben wir wirklich hier am Start. Da würde ich sagen, hier, bitteschön, Kollege. Oh, ich habe sie hinfallen lassen. So, wir können die wieder einsammeln. Wie kann ich jetzt mit dir handeln? Ja. So, ab geht es, Freunde. Wir verkaufen einfach mal alle Bananen, die wir haben. Plus 60 Punkte haben wir bekommen. So, okay, und wo sind jetzt meine Kisten? Können wir uns die abholen? Hey, du hast mich gescammt, Kollege. Ah, und jetzt können wir hier mit den Punkten anscheinend hier, zack, hier Bananenkisten kaufen. Was ist das denn? Wir können uns keine Kisten kaufen. Wir wurden komplett gescammt. Und wohin führt eigentlich diese Tür? Und was, ein Alien? Was redet der? Ich will meine verdammten Bananenkisten. Freunde, ihr seht es, wir können das Ganze nicht kaufen. Hat dieses Alien ein Minecraft-System gebaut? Fragen wir haben. Wow, haha,
ich weiß nicht, was du da laberst. Ja, ich weiß auch nicht, was du laberst, Bob Robert oder wer auch immer du hier bist. Na, alles klar, lass uns mal hier weitergehen. Wir haben jetzt einfach nur unsere Bananen verkauft für nichts und yo, was ist das denn? Oh mein Gott, für ein Minecart. Ab geht es, wir steigen mal ein. Wohin führt das Ganze? Er hat irgendwas von einem Alien gesagt und naja, was soll dabei schon schief gehen? Von irgendeinem komischen, wow, Bob Robert in der Achterbahn zu sitzen. Haha, ab geht es, der uns gerade gescammt hat mit zwei Bananen. Was soll da schon schief gehen, Freunde? Ab geht es hier bis, oh, zum Ende. Vielen Dank. Und, oh, können wir jetzt hier nach oben? Alles klar. Vielleicht haben wir ein bisschen was übersprungen von jetzt vom Tsunami-Game und landen jetzt, wo landen wir, wo landen wir? Ah, jo, wir landen wirklich bei einem Alien und, hä? Jo, wer ist das denn? Bido, Bido, hallo, Mr. Alien. Oh, wir können mit dem reden oder irgendwie sowas. Hallo, mein Name ist Alemo. Was führt dich hier hin in die Wüste? Ich bin in irgendeinem komischen Gebäude entkommen. Ja, wir werden überwacht bei diesem Tsunami-Game. Ja, genau, wie Aliens haben zugeschaut, während sie Experimente mit euch gemacht haben. Wieso, was? Wieso habt ihr uns nicht geholfen, Aliens? Ich habe zu viel geredet. Hä? Was? Warte mal einen Moment, aber was für Experimente? Was geht hier bitte vor sich in diesem Tsunami-Game? Von wem werden wir hier beobachtet? Nur die höheren Leute dürfen etwas unternehmen. Alles klar, Freunde. Wir haben anscheinend jetzt hier irgend so ein Alien oder irgendwie sowas am Start. Und wir haben hier ganz, ganz viele UFOs. Und yo, hier ist eine Banane hier oben. Die können wir eigentlich gleich mal verkaufen. Aber Freunde, wir haben anscheinend hier noch ein weiteres Secret entdeckt. Hier gibt es noch Raketen und sowas. Und die sind jetzt wirklich hier in der Wüste abgestürzt. Ihr seht es hier, dieses Alien. Aha, interessant. Ah, und bei ihm kann man jetzt theoretisch hier einfach die Bananenkisten hier verkaufen und irgendein UFO sich oder irgendwie sowas kaufen. Junge, das ist ja übertrieben krass. Ein UFO, das hätte ich jetzt auch gerne. Und guck mal, wir können einfach fragen, ich weiß nicht, was ich tue. Was tue ich hier? Du wirst hier nicht lange überleben ohne Wasser. Na super. Vielen Dank. Nein, ich nehme nur Bananen. Hey, jeder will hier Bananen haben. Ja, bla bla bla, bitte. Laber mich nicht voll, kleines Alien. Und wir haben ihn gerade gefragt, was für Experimente diese Leute mit uns durchführen. Und er sagt auch schon, waren sie nicht da? Sie simulieren Tsunamis und testen euch Objekte. Es ist so offensichtlich. Das ist, warum Aliens nicht mit euch Menschen sprechen. Hey, das ist gemein, du kleine grüne Birne, ey. Rede nicht so frech mit mir. Aber ich find's auf jeden Fall ziemlich gemein, muss ich sagen. Was sagst du dazu? Du hast recht, das war sehr gemein. Aber kannst du es dir vorstellen? Ich bin einer der Netteren. Du würdest keine Sekunde überleben, wenn ich dich mit in mein UFO nehmen würde. Alles klar. Ey, Lemo, war mir eine Ehre, sie kennengelernt zu haben, aber ich bin da nochmal weg. Alles klar, Freunde. Da haben wir anscheinend das Geheimnis von diesem Tsunami-Game gelüftet einfach. Und wir sind alle anscheinend dort unten eingesperrt und sind nur irgendwelche Testobjekte. Und sie simulieren einfach Tsunamis an uns. Und ja, wir sind einfach die Versuchskaninchen, die von diesem Tsunamis entkommen müssen. Alles klar. Ein weiteres Secret, welches wir entdeckt haben. Dann würde ich sagen, Freunde, ab geht es hier wieder bis ganz zum Schluss. Hier, guck mal, wir haben unser Fernglas. Aha, wo ist das Ende? Und ich glaube, wir sind angekommen. Perfekt. Yo, Robert. Du hast echt nicht gelogen mit diesem komischen Alien. Dann lass uns aber mal auch aus dieser Secret-Tür, oh mein Gott, rausgehen. Okay, der nächste Tsunami kommt, wird groß sein. Ah, wir bleiben mal lieber hier. Und jetzt geht es ab. Komm schon. Wir sind gleich da. Oh mein Gott, hier haben wir ein Riesenboot. Boah, schaut euch mal dieses Boot an. Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwie, dort einzusteigen oder irgendwie sowas. Das wäre ultra krass. Komm schon, Freunde. Und dann haben wir es noch ein letztes Mal geschafft, hier das Tsunami-Game ein weiteres Mal zu gewinnen. Okay, Freunde, ich würde sagen, komm, wir riskieren es. Und, okay, es ist kein Tsunami. Komm, wir steigen ins Boot ein. Ab geht es, Freunde. Let's go. Boah, ich bin ja schneller als die. Tschüss. Ab geht es. Wir sind ja viel schneller als das eigentliche Boot. Und da sind wir jetzt wirklich wieder am Ende angekommen. Oh, ein Tsunami kommt. Wir springen schnell runter. Schnell, ab geht es nach unten. Boah, haben die es geschafft mit dem Boot? Boah, das werden wir wohl nie erfahren. Jo, da sind sie. Ab geht es. Ah, warte mal, was können wir eigentlich hier machen? Ah, alles klar, okay. Hier ist wieder der Gewinnerraum. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es jetzt gewesen sein mit dem heutigen Tsunami-Game. Wir haben uns jetzt wirklich die krassesten und größten Tsunamis der ganzen Welt angeschaut und sie sogar geschafft zu überleben. Und komm, ich würde sagen, wir gehen uns aber zum Schluss den ultimativen Level 100 Tsunami. Jetzt geht es nochmal ein letztes Mal richtig krass ab, Freunde. Alarm, rette sich, wer kann. Die Alter, schaut euch das Ganze an. Alle Alarmanlagen werden aktiviert. Die Wände gehen schon ab nach unten, weil dieser Tsunami ist noch größer. Er geht über die ganze komplette Map. Ihr seht es und ich glaube, wir sind wirklich nirgendwo sicher von diesem Mega-Tsunami. Boah, guck mal, wir sehen jetzt wirklich alles. Alle Wände sind hier tatsächlich runtergefallen. Und, oh mein Gott, da kommt der Riesen-Tsunami. Nein. Oh mein Gott, renn.
können wir ihm irgendwie überleben. Wir haben unseren Zauberstab. Vielleicht können wir es damit oder irgendwie sowas schaffen. Aber Freunde, guck mal, keiner hat eine Chance. Nein, alle werden, oh mein Gott, aus der Welt einfach fliegen. Und, oh Gott, und ins Weltall geschleudert. Was geht denn da? Das war jetzt wirklich der größte Level 100 Tsunami. Wie groß war der denn bitte? Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist für heute ein Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.